Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, 2020 hat angefangen und in dem heutigen Video möchte ich gerne mit euch über die Trends dieses Jahres reden, die ich erwarte, und dementsprechend gehen wir einfach mal drauf ein. So, Freunde, 2020 hat angefangen und ich habe mir Gedanken gemacht, was ich trendtechnisch dieses Jahr auf jeden Fall erwarte, was auf jeden Fall modern sein wird, wovon ich ausgehe, dass die Leute das feiern, was man in den Stores findet. Dementsprechend habe ich mir einfach mal ein paar Notizen gemacht. Wir gehen die Sachen einfach mal durch und lasst mir auf jeden Fall auch eure Meinung in den Kommentaren dazu wissen. Also mich würde es brennend interessieren, ob ihr das genauso seht oder ähnlich. Habe ich was vergessen? Auf jeden Fall lasst mir einen oder anderen Kommentar unten. Ich würde mich darüber sehr freuen. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der dieses Jahr auf jeden Fall auf der Liste steht, beziehungsweise der letzte Jahr, also ich sag mal so, der Trend fing so an, Kommerz zu werden Anfang letzten Jahres, und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr noch vermehrt sein wird. Das sind die sogenannten Crossbody-Bags. Ich habe jetzt hier eine da, das ist jetzt quasi meine Crossbody-Bag. Die ist jetzt hier von Sanro Paris, die habe ich mir mal gekauft. Wobei ich sagen muss, die Qualität ist nicht ganz so nice, die geht hier an der Schlaufe schon auf. Aber ich sag mal so, symbolisch gesehen ist eigentlich eine ganz coole Tasche. Ich habe hier zum Beispiel von meiner Kamera Akku drin, Schlüssel, Papiere, das, was jeder in so eine Tasche reintut. Ne? Das ist ein ganz cooles Accessoire. Ich muss dazu sagen, dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch verstärkt zu finden sein von verschiedensten Marken. Man sieht das auch, diese ganzen High-End-Marken, ob es jetzt Louis Vuitton oder Dior etc. sind. Alle möglichen Marken bringen diese ganzen Taschen in verschiedensten Varianten raus. Diese ganze Crossbody-Bag-Geschichte wird dieses Jahr noch vermehrt zu finden sein und verschiedenste Varianten. Dementsprechend habt das auf jeden Fall auf dem Schirm. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und ein weiterer Trend, den ich für dieses Jahr auf jeden Fall erwarte, sind Anzüge, aber nicht in dem klassischen Stil, wie ich sie immer trage, sondern mehr in diesem Loose-Fit. Es gibt verschiedene Marken, die dieses Jahr diese ganze Geschichte in den Kollektionen mit drin haben. Mehr so casual geschnitten, also so lockerer geschnitten halt einfach. Dementsprechend rechne ich damit, das sieht ziemlich nice aus. Ich weiß nicht, ob ich mich da selber drin sehe. Also ich mag gerne dieses Smart Street Style, so wie ich jetzt zum Beispiel einfach so einen Jogger anhabe. Aber ich sag mal generell, bin ich zum Beispiel nicht ein Typ, der stiltechnisch festgefahren ist. Ich sehe mich in verschiedensten Styles und dementsprechend, heute trage ich mal ein bisschen was mehr Streetlastiges, morgen mal ein bisschen mehr was Klassisches und übermorgen mal was richtig Klassisches. Dementsprechend, das ist das Coole dieser Zeit. Man ist nicht mehr so festgefahren. Wir leben in einer Zeit, wo, ich sag mal, verschiedenste Stilrichtungen modern sind. Jeder kann das tragen sowieso, was er möchte, aber ich sag mal, man wird in der Gesellschaft nicht groß komisch angeschaut. Dementsprechend, auf jeden Fall, was dieses Jahr im Trend sein wird, sind diese locker geschnittenen Anzüge. Ob es jetzt nur ein Blazer ist oder ein kompletter Anzug mit so einer lockeren Anzugshose, dazu ein Blazer und dann irgendwie das cool kombiniert mit ein paar Sneakern. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich finde das eigentlich ganz nice. Ist natürlich die Frage, ob man auf jeden Trend aufspringen muss. Ich glaube, ich werde eher so in diese klassischere Schiene bleiben, wo der Anzug auch gut sitzt. Weil ich finde, das ist einfach, wie schon sehr klassisch. Da kann man nie was falsch machen, wenn vorausgesetzt, der Anzug sitzt richtig. Also man kann schon viel falsch machen, aber wenn der Anzug gut sitzt, dann kann man dann nicht so viel falsch machen, weil es einfach klassische Regeln gibt, beziehungsweise klassische Kombinationen, die immer funktionieren. Bei dieser ganzen Geschichte bin ich gespannt. Ich freue mich darauf und laufen viele coole, inspirierende Leute rum. Dementsprechend gucke ich da echt positiv entgegen und ja, auf jeden Fall ein Trend, den ich dieses ja auf jeden Fall auf dem Schirm haben werde. Machen wir weiter und da bleiben wir direkt beim Thema, und das ganze Thema mit diesem locker geschnitten wird auf jeden Fall dieses Jahr vermehrt zu finden sein. Ich sag mal, die ganzen Hosen, alles Mögliche geht schon mehr so in die Richtung, dieser ganze 90er Vibe kommt zurück. Ob es jetzt irgendwelche Retro-Sneaker sind, irgendwelche, ich sag mal, dicken Logo-Print-T-Shirts, obwohl die sind ja schon länger mehr oder weniger up-to-date, oder ich sag mal, diese ganzen All-Denim-Geschichte, also alles, was so in diesem lockeren 90er-Stil ist, wird auf jeden Fall dieses Jahr auch vermehrt im Männerbereich zu finden sein. Die Frauen sind ja immer da ein bisschen voraus, das habt ihr wahrscheinlich bei der einen oder anderen Mädel schon letztes Jahr gefunden, beziehungsweise gesehen, und dementsprechend finde ich eigentlich ein ganz cooles Ding, was muss auch immer passen. Das Ding ist einfach, man kann eigentlich fast alles tragen, es muss halt nur einfach zu einem passen und dementsprechend auch passend sein. Also die Sachen kann man nicht einfach wie wild kombinieren. Ich finde, das muss schon miteinander matchen. Ich bin da eigentlich nicht so der Fan von, jetzt einfach nur auf wild drauf los Sachen oder Hype Sachen einfach mega krass zu kombinieren. Ey, ich habe die krassesten Schuhe von hiervon, die heftigste Jacke von Givenchy und mein Pullover ist von Balenciaga und das.
dieses ganze Overmatching finde ich schon echt Katastrophe, muss ich ganz ehrlich zugestehen, aber auch da kann jeder machen, was er möchte. Ich finde aber, es gibt aber dieses ganze simple Geschichten finde ich am besten, aber auch da ist jedem selber überlassen, was er für richtig hält. Aber dieses ganze 90er-Thema finde ich auch, muss man bedacht angehen und das ein oder andere Coole kann man auf jeden Fall abrocken. Ich bin gespannt, ich freue mich auf neue Klamotten und auf neue Trends. Dementsprechend schaue ich auch dieser Geschichte echt positiv entgegen und ja, solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das nächste Thema, was ich auf jeden Fall auch vermehrt schon Ende letzten Jahres beziehungsweise auch Anfang dieses Jahres gesehen habe, also die ganzen Hype-Kids machen das schon länger, sind diese ganzen High-Waist-Hosen, also Hosen, die über der Hüfte sitzen, auch wieder in dem Fall lockerer geschnitten. Finde ich, sieht ganz nice aus, kann ganz cool aussehen, wenn das zueinander passt, da sind wir wieder beim Thema. Aber dieses ganze High-Waist kenne ich schon ein bisschen länger bei den Anzügen, da finde ich das extrem cool. Jetzt bei, ich sag mal, wenn man so einen coolen Sneaker-Look mit einem Hoodie etc., finde ich, sieht das auch extrem nice aus. Dementsprechend auch diesem Trend sehe ich positiv entgegen und ja, diese ganze High-Waist Hosen bei Männern, ja, ich bin gespannt. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema und ein Trend, den ich auf jeden Fall schon ein paar Jahre lang feiere, aber den dieses Jahr auf jeden Fall auch vermehrt sehen werdet, sind diese sogenannten Tie-Dye-T-Shirts. Ich habe jetzt hier mal ein altes T-Shirt von mir rausgesucht, das ist so ein altes Kanye West Tour Jesus T-Shirt. Finde ich eigentlich ganz cool, muss natürlich auch immer irgendwo passen, ich finde zu bunt etc. auch nicht nice. Ich gehe auf jeden Fall nicht nur davon aus, dass es nur T-Shirts sein werden. Ich denke, es werden auch coole Hoodies oder coole Sweatpants oder etc. Sachen sein. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich dieses Jahr auf jeden Fall feiern werde und wahrscheinlich auch rocken werde. Finde ich sehr, sehr nice und ja, auf jeden Fall ein guter Trend für dieses Jahr. Machen wir weiter mit dem nächsten Trend und der nächste Trend wird auf jeden Fall Vintage sein. Ich finde das eigentlich ganz nice, wenn man so einfach so ein paar coole alte Pieces ausgrabt, irgendwelche Vintage so abklappert und dieses ganze Vintage-Shopping finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ich finde, da muss nicht immer nur irgendwie das krasseste Piece oder das teuerste Piece oder das größte Hype-Piece sein, sondern es muss einfach Mode sein, die einfach einem persönlich gut sitzt und irgendwo miteinander auch stiltechnisch kombinierbar ist. Ich finde das eigentlich ganz nice und habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, finde ich cool, trage ich sehr gerne. Ich habe zum Beispiel auch, zeige ich euch mal eben, ich habe zum Beispiel auch hier so eine Vintage Levi's Shepherd Denim Jacket. Die habe ich mir mal in Wasteland in L.A. gekauft, vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Sowas feiere ich extrem. Also solche Sachen, die irgendwo Patina haben, die so ein bisschen irgendwie was ausstrahlen, abgerockt sind. Sowas kann man eigentlich, finde ich, ganz cool mit auch moderneren Sachen kombinieren. Und dieses ganze Vintage-Thema habe ich auf jeden Fall dieses Jahr auch mit dem Trend. Sehe ich auf jeden Fall mit dem Trend und ja, wird es auf jeden Fall für mich auch verstärkt interessant sein und ich werde den einen oder anderen Vintage-Shop einfach mal abklappern. So Freunde, kommen wir schon zum letzten Thema und beim letzten Thema habe ich persönlich zwei verschiedene Arten von Hemden, die dieses Jahr auf jeden Fall auch im Männer-Styling-Bereich wieder richtig im Trend sein werden und das sind meiner Meinung nach diese ganzen Retro-Bowling-T-Shirts. Das ist jetzt hier so ein Bowling-T-Shirt von Saint Laurent Paris. Ich feiere dieses Hemd extrem. Ich hätte es so gerne noch in einer anderen Farbe, aber ich finde es so, so nice. Es ist einfach von den Materialien, vom Fit, wirklich eins meiner Lieblingshemden und ich finde es einfach richtig, richtig cool, kombiniert mit einer coolen Anzugshose, ein paar coolen Sneakern und diese ganze Bowling-Hemd-Varianten habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, gucke ich immer wieder nach, findet man relativ wenige. Dieses ganze Bowling-Hemd-Thema wird auf jeden Fall auch im Trend sein dieses Jahr und ja, nur als symbolisch gesehen, das war jetzt vom letzten Jahr, aber das ist meiner Meinung nach auch wieder ein Trend, den ihr dieses Jahr auf jeden Fall vermehrt sehen werdet und ja, mega nice und mega cooles Hemd, solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten und das, die zweite Variante sind wieder diese All-Print, Overprint Hemden. Hier jetzt eins von Louis Vuitton oder von Saint Laurent habe ich hier eins. Das sind einfach Hemden, die ich seit Jahren habe, die ich jedes Jahr immer wieder raushole, die man einfach natürlich auch in einem richtigen Vibe nur rocken kann, also wenn es wirklich sommerlich ist oder man ist im Urlaub etc. Aber das sind auf jeden Fall coole Dinge, die natürlich nicht im Job, aber das sind natürlich coole Dinge, die ich persönlich sehr extrem feiere. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Fotos ich schon mit diesem Hemd hier gemacht habe. Ich feiere das Hemd extrem und ja, ist auch schon so ein bisschen, ja, verwaschen, aber es ist wirklich eins meiner Lieblingshemden und auch hier zum Beispiel die Variante von Louis Vuitton ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante. Diese ganzen All-Over-Print-Hemden solltet ihr auf jeden Fall auch im Auge behalten. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder im Trend sein. Ja,
ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Trends dieses Jahres. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung, falls ich irgendwas vergessen habe, in den Kommentaren unten wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen und ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.